Warum schwebt diese kleine Masse in der Luft und fällt nicht herunter? Tatsächlich schwebt sie zwischen zwei Ultraschallsendern. Wir können mehrere Massen an unterschiedliche Positionen bringen und sie schweben in der Luft. Und tatsächlich sind die Positionen ungefähr stabil. Das heißt, die Höhe ist vorgegeben von dieser Anordnung. Die Erklärung liegt daran, dass von oben und unten Schallwellen gegeneinander laufen und die Überlagerung von dieser Schallwellen führt zu stehenden Wellen. Also bilden sich Knoten aus und in genau diesen Knoten, also den Bereichen, wo keine Druckänderung der Schallwelle auftritt, dort ist das Zentrum, wo diese Massen gehalten werden. Die Schallwelle kann abgeblockt werden durch ein Stück Papier und dann fällt natürlich das Polystyrol herunter.